In 5 Tagen. Und dann haben wir den Simon einfach da. Da ist er. Der Gute. Ihr seht ihn gar nicht. Ich bin voll im Weg. So, der Simon, der wohnt ja in Berlin mit seiner Freundin. Und da war ein Löwe. Erfahrt die Geschichte des mutigen Simons mit dem Löwenherz. Ich lege mal die Controller beiseite. Ich sehe gerade, Herbert G. Wells hat abonniert. Auf YouTube steht das. Boah, dieser Stuhl quietscht echt übel, ne? Hört ihr das Quietschen? Ich mache mich mal kleiner und dann schauen wir mal, wie es dem Simon so geht. Aber ich empfehle auch das 3-Stunden-Video von ihm, das AMA, wo er einfach wirklich, wirklich viel von seiner privaten Geschichte erzählt hat. Sehr traurig, auch sehr rührend. Wir legen mal los. Startet das neue Futurama? Das ist ja eh Wahnsinn. Ich freue mich da wirklich sehr. Das sind gute Nachrichten. Ach, in 5 Tagen geht Futurama wieder los. Denn Futurama war für mich immer auch was ganz Besonderes. Ach, der Goins Booster ist auf Cooldown? Aha. Moment mal. Wie lange ist er denn auf Cooldown? Nicht, dass da schon wieder irgendwas falsch läuft mit den Sachen im Cooldown. Die Kanalpunkte. Und hier bearbeiten. Cooldown 30 Minuten dürfte er nur haben. Das müsste doch schon. Wie lange sind wir denn hier schon dabei? Merkwürdig. Okay. Kriege ich ja gar keine Chance. Auch nicht schlimm. Wir machen mal weiter. Wir hören mal den Simon jetzt. Und immer einfach versuchen. Versucht einfach einen Booster zu aktivieren. Weiß, dass es auch bei Futurama so, wenn man das vielleicht auch rückblickend guckt oder wenn man jetzt erst reinkommt und sich die alten Sachen anguckt, dass da auch viel nostalgisch Verklärtes und vor allen Dingen auch Dinge, die jetzt nicht so krass gealtert sind, nicht krass so gut gealtert sind, meine ich, dass man sagt, da verstehe ich heute noch den popkulturellen Bezug oder so. Da gibt es auch Folgen, da geht es dann darum, dass irgendwie ein neues iPhone rauskommt, so in der Art. Also, aber es gibt ein paar Folgen, die schaffen eben diesen Spagat, den auch nur sonst solche Serien hinkriegen wie Scrubs oder wie Malcolm in the Middle oder so. Ich muss mal gerade, ich habe gerade Steam beendet. Mir fällt mir ein, ich habe gar nicht die Folge umbenannt. Wir sind ja jetzt, oh, ich habe den Stream nicht umbenannt. Wo bin ich denn hier gelandet? Belohnungen? Ach, hier bin ich, natürlich. So. Boah, dieser Stuhl, was ist plötzlich los? Der hat sich gelockert. Oder Bella hat ihn kaputt gemacht. Ja, den ganzen Tag drauf rumgehockt. Simon und der Löwe in Berlin. Ups, habe ich jetzt. Ich hasse Caps Lock. Ne, kennt ihr Caps Lock? Warum ist die Caps Lock-Taste über dem Caps? Über der Shift-Taste. Warum? Warum? Da kommt man doch zwangsläufig drauf und schreibt dann alles falsch. So, das Booster-Opening nehme ich mal mit rein. So. Ich glaube, die Katze hat gekackt. Und just chatting. Ich nehme diesen sanften Unterton wahr. Ich rieche den Duft. Just, könntest du bitte ein bisschen. Es findet Just Chatting nicht. Dankeschön. Fertig. Stream-Info aktualisiert. Vor vielen Jahrhunderten, zur Zeit, als die Pyramiden erbaut wurden, ägyptische Pharaonen, ein Spiel von gewaltiger und schrecklicher Macht, das Spiel der Schatten. Danke, Karma, ich bekomme eine Chance. Okay, dann schön gleich abwechselnd.
So dass du eine emotionale Komponente hast, aber auch eine witzige. Ach, über Handy funktioniert's nicht. Ich war heute im Shoyoka-Stream. Nur per Handy. Shoyoka hat heute ab 2 Uhr ungefähr gestreamt. Und ich konnte aber nichts in Chat schreiben, weil mein Handy nicht verifiziert ist. Das heißt, ich musste meine Nummer eingeben zum Verifizieren. Und dann hat aber Twitch gesagt, nein, die Nummer ist bei einem anderen Konto verifiziert. Bitte gehen Sie auf dieses andere Konto und geben Sie da irgendwas ein. Und ich habe keine Ahnung. Welches andere Konto? Welches Konto ist denn meine Nummer verifiziert? Ich weiß es nicht. Ich habe natürlich meine beiden Bot-Kontos und eins davon ist ja zu Bella geworden. Für den Bot hatte ich ja extra. Habe ich mich mit dem Bot versehentlich angemeldet und meine Handynummer verifiziert? Ist ja irre. Aber sie hat nur was über den CSD gesagt und hat dann irgendwas gespielt. Und die Spiele dieses Spiels sind wirklich nicht interessant. Ich glaube, sie hat noch nie ein gutes Spiel gespielt. Das claim ich jetzt einfach mal und sage, ist einfach so. Sie spielt nur für Geld. Sie wird bestimmt dafür bezahlt. Kein Mensch spielt diese Spiele. Und dass die Geschichte, die Charaktere dich faszinieren und dich wirklich auch interessiert, was in deren Leben in dieser Folge passiert. Die haben dann richtige Story-Arcs und erzählen auch eine tolle Geschichte und so, sind aber nebenbei auch noch lustig und irgendwie meta und referenziell und so. Also das meine ich, es gibt so echt ein paar. Was meinst du mit, jetzt steht bei dem Pakt, dass alle abgeholt sind? Was ist abgeholt? Bei dem Button sind die alle weg. Richtige gute Folgen und dann gibt es aber auch sehr viele Füllerfolgen, die vielleicht einen guten ambitionierten Anfang hatten, aber nicht irgendwie es nicht gut genug durchgezogen haben. Ich fand schon damals, dass, also ich war ja wirklich großer Fan so der ersten Folgen und dann kam es ja nur noch auf DVD. Und laut dem Button wurde er schon dreimal gedrückt heute. Wann wurde denn der Button dreimal gedrückt? Wurde schon dreimal heute? Dann kam es ja wieder und dann irgendwann waren es ja nur noch. Ich schreibe mir das auf und dann habe ich die dritte Ziehung für mich. Wenn der Button sagt, warum auch immer, er wurde dreimal gedrückt, dann wurde er dreimal gedrückt. Ich habe drei Möglichkeiten. Seid ihr damit einverstanden, Chat? Ich frage euch erstmal. Seid ihr damit einverstanden, dass ich die dritte Ziehung bekomme? Weil irgendwann wurde irgendwo was gedrückt. Ich weiß es nicht. Lief das vielleicht im Hintergrund, als ich gespielt habe oder so? Nee, das war's, glaube ich, ne? DVD. Sideflow sagt ja. Einfach ja. Wieder und dann war's vorbei, glaube ich. Oder kam dann nochmal DVD. Auf jeden Fall war das irgendwie nicht mehr hundertprozentig. Oh, Kinder. Man hat's noch geguckt. Es gab auch so ein bisschen das so. Werdet ihr groß so Gefühl, und stark. Das war nicht mehr dieses. Es war eher so, wir haben doch Futurama zu Hause. Und dann Futurama zu Hause ist dann halt die Sachen, die später kamen. Wir haben doch Futurama zu Hause. Habt ihr Futurama eigentlich gefeiert? Also ich habe das tierisch gefeiert. Ich mochte das sehr. Boah, der Kotduft verdichtet sich jetzt aber. Ich glaube, es wird schlimmer, oder Bella? Ja, ne? Sie liegt auch. Es wird schlimmer. Es wird schlimmer. Bitte schreibt in den Chat, was eure Lieblings-Futurama-Folge war. Ich sage, die mit dem Hund. Der Hund, der einfach 1000 Jahre auf Fry gewartet hat. Die war so traurig. Du hast mir ein Bild geschickt über Discord. Okay, ich guck gleich. Aber ich muss diesen Geruch loswerden. Es verbreitet sich. Es wird mehr. Es ist überall. Bis gleich. Da hat jemand im Badezimmer das Fenster geschlossen. Da kann der Geruch einfach nicht raus. Der bleibt für immer gefangen. Alle Belohnungen für diesen Stream wurden abgeholt. Steht da, ja. Tatsächlich. Ich winke. Discord sagt mir, winke zurück. Ich winke. So. Ich habe übrigens mal nachgeguckt. Ich habe in meinem Management geguckt. Ich bin jetzt freigeschaltet als Creator im Discord. Und es gibt zum Beispiel Loot Chest. Kennt ihr Loot Chest? Ich könnte einen Loot Chest Deal abschließen. Allerdings ist dann Instagram involviert und ich müsste mein Instagram dafür verbessern, damit das auch irgendwie Früchte trägt. Das Problem ist, dass hier kaum Leute sind. Wenn ihr euch nicht für Loot Chest interessiert, dann bringt's keinem was. Euch nicht, mir nicht, keinem was. Dann, ne, ist zu wenig. Wenn ich natürlich mehr Zahlen hätte, wenn ich mehr Zuschauer hätte, wenn ich richtig viele Leute hätte und die haben ganz viel Bock auf Nerd-Stuff, dann wird sich das lohnen. Aber so lohnt sich das noch nicht. Moin, moin, Pennywise.
Das geht. Würde ich jetzt sagen. Aber ich freue mich tierisch drauf, das wieder zu sehen. Ich gebe dem Ganzen immer noch eine Chance. Ich finde vor allen Dingen, das Setup ist einfach so eine gute Geschichte, um gerade durch diesen Zeitsprung kannst du Sachen von heute so wunderbar weiterdenken und dich darüber lustig machen. Deswegen finde ich so highly beängstigend, ja. Was wie zum Beispiel die Geschichte mit dieser neuen Handy oder Holo Bella hat Eis View oder was auch immer das da war, die rauskam. Das finde ich ja irgendwie belanglos, weil es bezog sich in dem Fall eben auf ein aktuelles Ding, hat das aber nicht weitergedacht, finde ich. Also da wurden dann alle irgendwie unterjocht und waren irgendwie Teil von Moms irgendwie Roboterarmee oder so. Aber das ist irgendwie, das ist schon zu oft gewesen irgendwie. Also ich würde gern so wie ja Black Mirror eigentlich Sachen weiterdenkt, nur eben im Lustigen. Naja, ja, es wäre auf jeden Fall schön, wenn die Leute wie Conan oder so auch wieder an Sachen rumschreiben würden wie früher, aber ich frage mich eigentlich auch, warum die das nicht mehr machen, weil das ist ja eine ganz andere Art als das, was sie jetzt machen und es ist ja auch in keinster Weise weniger qualitativ wertvoll. Falls ihr es nicht wisst, Conan O'Brien, der Late-Night-Comedian, der seine Show hatte, der hat auch an Simpsons gearbeitet. Heiß, wo? Er war einer der Writer bei Simpsons. Also wenn ich jetzt jemand wäre wie Conan, der halt an Simpsons mitgeschrieben hat, Futurama scheinbar auch, wusste ich jetzt so nicht, aber wundert mich nicht, dass der wahrscheinlich auch wieder an Guten beteiligt war. Da frage ich mich, warum der nicht manchmal selbst so den Jeeper kriegt und sagt, ach, mal wieder eine Folge schreiben, das wäre geil. Weil es ist ja was völlig anderes für ihn, einen Podcast aufzunehmen oder jetzt mal auch Late-Night-Videos aufzunehmen für YouTube oder so. Also es ist ja, oder eine Tour, das sind ja alles ganz verschiedene Felder, die quasi ganz unterschiedlich jucken, die man zu unterschiedlichen Zeiten auch mal kratzen kann. Ich zum Beispiel bin ja auch kein Bühnenfan, überhaupt nicht, aber wenn ich jetzt so denke, ja, also wir reden ja hier und ab und zu intern nochmal drüber, über eine Bühnenshow nochmal, ob man nochmal sowas macht wie die Bohnen oder ob man sowas macht in einem größeren Kosmos mit uns Bohnen, da denkt man, oh ja, einen Bock hätte ich auch mal wieder. Also so einfach mal. Pen and Paper zum Beispiel, da hatten sie ja auch auf der Bühne, wo Hauke zum Blauke wurde, weil er sich zu sehr zugekippt hat. Oh Mann. Mal wieder das zu machen, ne? So wie es mir ja geht beim Schreiben, dass ich auch so denke, ey, das ist mal was völlig anderes. Es tut voll gut, mal wieder. Früher hat man dann halt an Drehbüchern für Beiträge geschrieben, aber wenn sie komplexer waren, natürlich nur. Oder an Texten für seine Einspieler oder so. Oder an E-Mails, in denen man den Leuten versucht zu erklären, warum man diesen Einspieler unbedingt so machen muss. Oder ihnen die Leute versucht, mit einer fantasievollen Erzählung quasi die Leute einzufangen, damit sie von der Idee auch begeistert sind. Was ist Rage of Empires? Und dann machen die mehr mit. Und das war so früher, was man geschrieben hat. Und Kolumnen und so. Heute ist das ja alles nicht mehr. Heute, ich lese, ich habe wirklich. Uff. Ah, jetzt komme ich wieder zum Lesen. Heute schon einen Löwen gesehen oder bist du gerade nicht in Berlin? Ey, das ist so lustig. Wir kommen gleich nochmal zum Lesen, weil da springen sie eh wieder alle ab. Aber meine Mutter hat mir geschrieben. Meine Mutter ist so geil, ey. Ich weiß genau, dass wenn irgendein Tier, was da nicht hingehört, in Berlin rumläuft, dann kann ich euch hundertprozentig sagen, meine Mutter wird mir sagen, bevor ich es weiß, weil aus irgendeinem Grund hat die da so ein Radar, sobald sowas in den Tagesthemen kommt und Berlin auftaucht, krieg ich eine SMS, Achtung, es sind ja auch Füchse unterwegs. Übrigens, hier hast du gehört, es brennt in Berlin. Nicht, dass dir was passiert. Oder auch, so wie hier, mein Lieber, du weißt sicher schon, dass eine Löwin in Berlin rumläuft? Ich wusste es nicht. Der Spaziergang mit Hund sollte ausfallen. Setzt ihn aufs Töpfchen. Mama. Und ich muss so, ey, keine Ahnung. Was? Weiß das? Und jetzt gerade schicke ich das mal lieber meiner Freundin, weil ich nicht weiß, ob sie das weiß. Meiner Verlobten, ja, damit sie auch irgendwann meine Frau werden kann. Nicht, dass das noch. Ah. Ey. Aber es ist irgendwie so lustig, weil Berlin ist so groß und die Vorstellung, dass ich einfach so aus Versehen mitten in der Stadt diesem Löwen. Da gibt es ganz andere Gefahren in Großstädten. Das ist so irre. Gehst um die Ecke. Ach, Rage of Empire war das Format von den Rocket Beans. So Age of Empires 2, das kenne ich, das habe ich nie gespielt, deswegen. Einfach göttlich mit knapp 100 Folgen. Marco Giesel ist der Westenmann, okay.
Ah, Florentin Will, den. Ich gucke nicht so gerne Florentin Will. Irgendwie mag ich den nicht so sehr. Ich meine, alles gut. Der Typ, der hat nichts gemacht. Er hat nichts gemacht, was mich verärgern könnte. Aber irgendwie die Art, der Humor trifft mich nicht. Auch bei Pen and Paper, der Typ ist gut. Ich habe Pen and Paper gesehen mit ihm. Der ist einfach richtig gut. Der spielt die Rollen richtig gut. Aber das will ich nicht sehen. Ich will sehen, wie Simon ein Graf Montgomery, Thaddäus von und zu Falkenberg spielt. Ich will jemanden sehen, der professionell eine Rolle spielt. Ich will einen Simon da sehen und einen Buddy, der sagt, ich hasse mein Leben. Das ist mein Humor. Oder ein Nils, der immer wieder trockene Witze reinhaut. Immer wieder. Sideshow mag den auch nicht so sehr. Das ist irgendwie seltsam. Aber er kann nichts dafür. Er hat nichts Schlimmes getan. Donny O'Sullivan, ist er noch dabei oder hat er jetzt nur noch seinen eigenen Stream? Ich habe gesehen, er hat nämlich auch Dark Souls gespielt. Er hat Final Fantasy XIV gespielt. Da hat dir das Herz geblutet. Aber Rage of Empires war ja genial. Die haben immer so ein Pen and Paper gemacht, was im Lovecraft-Universum gespielt hat. Und dann hat er dann auch dieses Buch gelesen von dem Gelben König, was ihn wahnsinnig macht. Und ich glaube, der Gelbe König, darauf gibt es eine Anspielung bei Demon's Souls. Divitus, 500 in die Herausforderungsbox, super. Fürs Unboxing von der Epitaph-Box. Ich mache mich so lustig, weil es ja, ich meine, es besteht ja eine minimale Möglichkeit. Vor aber meine Mutter könnte mir genauso gut schreiben, ey, hier waren heute 325 Spiel Messer. Von gewaltiger und schrecklicher Macht, das Spiel aber der Schatten. Karma will es wissen, ne? Karma will um 23 Uhr aber unbedingt Booster haben. Die Karte. Meine eigentliche Sorge ist eigentlich, wenn der Karma diese Karte bekommt, dann muss ich mir Briefumschläge kaufen. Ich habe ansonsten alles da. Ich habe natürlich eine Sleeve da und ich habe natürlich auch so eine Hardcase-Sleeve, mit der man die per Post verschicken kann, damit die ja nicht zerknickt, damit die auch wirklich im Mint-Zustand ankommt. Handschuhe habe ich auch hier, damit ich die nicht mit meinen schmutzigen Händen anfasse. Alles gut, aber ich muss Briefumschläge kaufen gehen. Attacken in Berlin. Definitiv. Oder sie könnte schreiben, hier. Briefumschläge sind wirklich das größte Problem. Ich muss dafür in die Stadt. Dieses Schwimmbad. Diese Schwimmbäder. Ich bestell direkt welche auf Amazon, verdammt. Ich bestell mir Briefumschläge. Ist dann nicht zufällig auch eines von dir gegenüber? Und sie könnte so viele Sachen, die weitaus realistischer sind, dass ich mich da in Gefahr begebe. Wie oft werden Menschen in Berlin einfach verprügelt, mit Messer bedroht oder sonst irgendwas? Aber ein Löwe, Vorsicht, das ist ein Löwe, sei vorsichtig, mein Junge. Briefumschläge, du hast tausende davon. Ich hatte auch mal ganz viele Briefumschläge, aber dann kam die Flut und die waren alle unter der Wasserlinie. Alle weg. Ja, erstmal gucken. Nee, ich meine nur, wenn ich die Karte dann verliere an dich, ist wirklich das größte Problem. Ich habe keine Briefumschläge, ich muss die erst besorgen, um dir das zuschicken zu können. Wie ein fucking Löwe in Berlin. Das ist doch nicht schlimm, Berlin hat so viele Bären, der Löwe wird sicher bald erledigt sein. Ey, aber ganz im Ernst, als jemand, der in London gerade erst wieder viele Füchse gesehen hat, Wie kann sich ein Löwe da verstecken? Oder trauen sich etwa die Löwenbändiger nicht an die Löwin ran? Weil man weiß ja nicht, hat sie Kinder? Ist sie vielleicht auf dem Weg zum Job? Kriegt sie da vielleicht sogar weniger als der Löwe über ihr? Das sind Fragen, die man eigentlich stellen sollte. Warum ist denn die Löwin so sauer? Ja. Gibt's vielleicht irgendeinen Marvel-Film, den man noch ändern sollte? Oder gibt's irgendeinen, wäre sie gerne auch in Schneewittchen? Habt ihr das gesehen? Ah, Schneewittchen und die sieben Hobos. Es ist so geil. Als jemand, der Disney, kurz mal von der Löwin weg. Oh, als jemand, der Disney Aktien hat. Was ist denn da los? Der Simon ist auch so ein Kerl, ne? Bitcoins. Disney-Aktien. Wo hat er nicht sein Geld drin? Warum hört ein Disney jetzt nicht auf? Warum macht ein Disney Sachen, wo du denkst, ey, sag mal, ihr habt doch Geld zu verlieren. Ihr seid doch schon... Hat er auch Aktien von CD Projekt Red? Ey, was, 75 Dollar?
Also jetzt mal ernsthaft, ihr könnt doch jetzt nicht immer noch weiter eure Disney-Aktien, die würde ich abstoßen, ja. Agenda fahren, dass ihr irgendwie denkt, ja, dann bringe ich jetzt halt einfach noch was extrem Wokes raus. Mir doch egal, ob das jetzt irgendwie kleinen Menschen gegenüber eigentlich assi ist, aber wir nehmen jetzt einfach, weil der Peter Dinklage hat das ja gesagt, der ist ja auch kleinwüchsig, also spricht er ja für alle. Was ist das eigentlich? Ist das nicht auch Kleinwüchsismus? Warum spricht Peter Dinklage für alle kleinen Menschen? Die jetzt seht ihr, warum Simon auf allen Seiten beleidigt wird, ne? Böser Simon, das ist Rechtssprech, ganz genau, Wolf. Darauf wollte ich gerade hinaus. Auf Twitter wirst du für sowas gehasst. Und klar, er hatte Streit mit Shoyoka und dann kamen die ganzen Leute von Shoyoka, also die ganzen Extremwoken, und haben ihn beleidigt. Nicht Shoyoka selber, ne? Das ist ja eigentlich nicht ihre Schuld. Das kommt ja immer aus allen Richtungen. Dann kommen die nennen dich einen linksversifften Grünen und die anderen kommen und nennen dich einen Rechtssprecher, ein Nazi-Troll, und wirst von allen Seiten wirst du einfach beleidigt und in eine Ecke gedrängt. Spätestens bei Indiana Jones würde ich abstoßen. Habe ich gar nicht gesehen. Ich muss sagen, es gibt ja viel Kritik über die Neuverfilmungen. Ich habe Die Schöne und das Biest gesehen. Den Film fand ich gut. Fand ich gut und spannend. Sehr schön. Ich habe Timon und Pumba gesehen. Und der Film war ja trotzdem komplett animiert. Das sind ja keine echten Tiere. War okay. Es ist ja komplett animiert gewesen. Also nicht das, kein Vergleich. Und Aladdin. Aladdin fand ich einfach verdammt gut, weil die Rollen überarbeitet haben. Die Rollen haben sie anders verhalten. Und ich habe nochmal den alten Film geguckt und ich weiß, alle sagen immer, keiner kommt an Robin Williams ran. Ich finde aber Will Smith in der Rolle einfach gut und ich finde auch, dass die Rolle gut geschrieben ist für ihn. Auch das Verhältnis der Rollen zueinander. Bis jetzt macht er 600 Millionen Dollar miese, ja. Okay, ich habe auch keinen Bock mehr, das zu gucken. Die alten Teile waren gut und das war's. Genie klatscht Jafar einfach. Ich wollte schon immer mal über den Film reden. So, schon immer. Und jetzt reden wir über den neuen Aladdin. Nicht nur, dass die Prinzessin Jasmin zur Sultanin wird, was einfach richtig ist. Das ist kein Vogue-Blödsinn. Im Originalfilm damals hat Aladdin gesagt, er will nicht Sultan sein. Es geht ihm nicht darum, Sultan zu sein. Und er hat Angst vor der Verantwortung. Die Prinzessin wollte auch nur weglaufen, weil sie auch keinen Bock auf Verantwortung hatte. Sie wollte nur von zu Hause weglaufen. Das war ihre Motivation. Als sie sich zum ersten Mal getroffen haben, hat Aladdin nur davon geredet, wie schön es wäre, reich zu sein. Und sie hat darüber gejammert, wie schlimm es ist, eingesperrt in Reichtum zu sein. Und plötzlich waren sie verliebt. Wie kommt das? Beide jammern da einen rum und plötzlich sind sie sich einig. Das ergibt keinen Sinn. In der Neuverfilmung ist die Prinzessin stolz auf ihre Stadt. Sie liebt diese Stadt, weil wegen ihrer Mutter. So, es werden in den Neuverfilmungen werden immer wieder die Mütter mit eingebracht, die verstorben sind, weil bei Disney-Heldinnen immer die Mütter verstorben sind. Und die beiden haben eine richtig gute Connection, weil die einfach beide die Stadt lieben. Die unterhalten sich über die Stadt und über die verstorbene Königin. Und Aladdin weiß nicht, dass sie die Tochter der Königin ist. Das heißt, er spricht wirklich einfach frei heraus, was er denkt, ohne dass er irgendwas vormogelt. Und sie weiß auch, dass er nicht weiß, wer sie ist. Deswegen weiß sie, dass er die Wahrheit sagt. Und die beiden haben eine viel bessere Connection. Und dass sie später Sultanin wird, was er ja gar nicht will, wovor er genauso viel Angst hat wie im Originalfilm, macht absolut Sinn, dass sie Sultan wird und er nicht. Weil er will das gar nicht. Dann kommen wir zum Ende mit dem Genie. Denn Aladdin ist im Originalfilm ist er ein linker Kerl, der Leute gerne ein bisschen austrickst. Und sehr vorlaut. Und sehr arrogant ist er auch. Könnt ihr euch angucken, der wirkt einfach sehr arrogant. Der neue Aladdin ist ein bisschen zurückhaltender und charmanter einfach, freundlicher. Und auch am Ende, ganz am Ende beim Kampf gegen Jafar, hat Genie mehr Freiraum. Genie sagt auch, dass er viel mehr Interpretationsfreiraum hat. Also er sagt, er kann Sachen interpretieren. Deswegen muss der Besitzer der Lampe seine Wünsche explizit äußern, weil der Genie hat die Möglichkeit, selber was da rein zu interpretieren und dadurch den Wunsch abzuändern. Das wird explizit im Film gesagt.
mittendrin. Wie heißt das? Ist das die Chekhovs Gun nicht? Das ist so eine alte Filmregel. Wenn du was andeutest im Film, muss das später noch eine Rolle spielen. Und der sagt, er hat Interpretationsfreiraum. Ganz am Ende soll Jafar ja zum Genie werden, damit er in eine Lampe gesperrt wird. Und an der Stelle wird das noch nicht mal. Showdown Tell war das, glaube ich, nicht. Nee, es ist es geht darum, dass du etwas andeutest und dass das später noch mal rauskommt. Also, dass du bereits das Ende des Foreshadowing, aber dafür gab es eine ganz spezielle Sache. Ich weiß aber nicht, ob es Chekhovs Gun war. Was war das? Nee, da war das aber eine, da hat das mit einer rauchenden Pistole zu tun. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das ein, ist das so eine Filmregel. Und am Ende des Films sagt nicht Aladdin, dass er Jafar zum Genie machen soll. Und Jafar sagt, mach mich zum Genie. Und der Genie im Originalfilm versteht nicht, was passiert. Er macht das widerwillig. Und erst als Jafar eine Lampe hat, wird dem Genie klar, du willst ihn in die Lampe einsperren. Das war der Trick. Im Film versteht Genie das sofort und interpretiert den Wunsch so, dass Jafar gerne ein Genie wäre mit Lampe. Er interpretiert das selber. Das heißt, Genie hat im neuen Ende wesentlich mehr Handlungsfreiheit und ist an der Lösung und am Besiegen von Jafar mit beteiligt. Und er ist nicht der, der gar nicht rafft, worum es geht. Und ich finde, das ist ein tolles Zusammenspiel der Charaktere. Das gibt denen einfach viel mehr Freiraum. Das hat mir sehr gefallen. Genau diese Charakterentwicklung und dass die Charaktere einfach freier sind in ihrer Entscheidung. Hat mir sehr gefallen. So, von dieser ganzen Wokeness mal abgesehen. Man muss ja nicht nur, weil ein neues Muster aufgetaucht ist, ein neuer Zeitgeist, muss man ja nicht alles hassen. Man kann es sich trotzdem angucken und eventuell so ein bisschen die Metaebene durchforschen. Und diese Sachen einzeln betrachten. Es muss nicht alles schlecht sein, weil es neu ist und ein neuer Zeitgeist eingearbeitet wurde. So viel dazu. Die Star Wars. Ich habe die neuen Teile nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Ich bin doch unschuldig, was das betrifft. Wir hassen ihn ja. Ansonsten erzähle ich euch das nächste Mal, warum die neuen Star Wars Teile die besseren Teile sind. Oh Gott. Jetzt, weil er gesagt hat, ne, er ist, wie gesagt, er ist die Leiter hochgelaufen, hat dann ganz schön hat die Leiter mitgenommen nach oben und hat halt gesagt, dass sowas wie diese. Aber ja, Peter Dinklage, ne? Er erzählt jetzt, ich habe euch jetzt so lange unterbrochen, aber damit ihr versteht, worum es jetzt geht, weil er hat es eben angedeutet, Peter Dinklage hat wohl gesagt, ich weiß es selber nicht, dass es eine Schande ist, dass kleinwüchsige Menschen immer nur Zwerge spielen dürfen. Das sollte nicht so sein. Wahrscheinlich meinte er damit, dass die nicht nur für diese Rollen gecastet werden sollen, sondern auch für andere Rollen. Klar. Aber jetzt meint Simon, Peter Dinklage ist der bekannteste kleinwüchsige Darsteller. Und jetzt tritt er den anderen einfach mal die Leiter weg. So erst nach oben geklettert und sagt so, ja, aber jetzt castet keine anderen Kleinwüchsigen für kleinwüchsige Rollen. Deswegen sind die 7 Zwerge jetzt scheinbar keine Zwerge mehr. Teil 7 bis 9 existieren nicht im Universum der Fans. Besonders nicht Episode 8. Niemand spricht darüber. Was im Disney-Universum passiert, bleibt im Disney-Universum. Dass halt kleinwüchsige Menschen benutzt werden für solche Filme wie 7 Zwerge. Moment, Leia Organa ist jetzt eine Disney-Prinzessin. Fände er halt richtig scheiße und dann haben sich da alle dran gehalten, obwohl das super asozial ist. So, ich meine, das sind die wenigen Jobs, die all die anderen Schauspieler in dieser Größe noch also nicht bekommen. Natürlich wäre es schöner, wenn alle, wenn das völlig egal wäre, aber das weiß ja Peter Dinklage genauso, dass man in der Realität lebt, in dem außer er es eigentlich niemanden gibt, den man da irgendwie außerhalb besetzt, ne? Also das ist schon fast irgendwie ganz schön assi. Jedenfalls gibt's ja jetzt Schneewittchen und die 7. Ja, ich wage es nicht auszusprechen, aber ja, rest in peace. Ja. Das war, ihre Mutter war gestorben, nur kurz darauf sie. Also die Mutter muss ja auch wahnsinnig alt geworden sein. Wolf sagt, er fand die neuen Star Wars Filme nicht schlecht. Aber durch das, was ist EU von Star Wars? Durch das was? EU? Normalen Leute. Expanded Universe, meinst du? Extended Universe, okay.
Danke. Ach, nur eine Frau ist auch dabei? Na, dann möchte ich aber nicht wissen. Ganz im Ernst. 6 Kerle und eine Frau, die lange, 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 lange in einer Hütte zusammenleben. Ich weiß nicht, ob das in, ob das because of the implication ist, dass sie damit einhergeht, oder ob ist sie da vielleicht unglücklich. Man sollte sie mal von diesen anderen Zwergen entfernen, Entschuldigung, von den anderen Männern entfernen und sollte mal mit ihr sprechen, ob das alles okay ist. Oder ob sie vielleicht irgendwie was signalisieren will, dass sie da raus muss oder so. Weil. So wie Shoyoka. Mit extremen Augenkontakt. Das sieht mir nicht wie eine gesunde Beziehung aus, da bin ich ganz ehrlich. Naja, das ist auf jeden Fall jetzt Schneewittchen. Ich krieg das ja auch nur mit, weil ich es lustig finde. Nicht, weil es mich interessiert, dieser ganze Kulturkampf drumherum. Ich empfinde den mittlerweile als belustigend. Natürlich nicht in den Ebenen, wo es dann wo es halt um Rassisten geht oder so. Aber ich meine so, dass man sich ernsthaft immer noch so positionieren muss. So, wir sind doch alle jetzt mittlerweile cool mit allem. Ihr könnt auch ruhig mal anfangen, einfach mal wieder eine ganz normale Geschichte zu erzählen. Ihr müsst. Es gab viele Bücher über Star Wars, ne, damals. Aber ich nehme an, die mussten sich nicht an den Kanon halten, der Bücher, die später geschrieben wurden. Ich habe einfach nie gerne gelesen, ansonsten, ich hätte die auch zu gern gelesen. Damals nicht. Die gehörten nicht zum Kanon, oder wie? Ah, ich höre die ganze Zeit das Brummen der Katze. Du musst auch nicht den Prinzen rausnehmen. Und sie muss auch nicht erfolgreiche Business-Prinzessin sein. Mein Gott, es geht jetzt so immer um was anderes. Es ist eine alte klassische Geschichte. Mach's doch einfach mal so, wie es früher war. Naja, gut. Aber es muss nicht immer so sein, wie es früher mal war. Weil auch das Pendel schwingt halt wieder zurück, ne? Aber ich habe eher Angst vor dem anderen Pendelschwung. Weil ich habe kein Problem, dass das Pendel schwingt, aber die Leute schubsen es immer so krass in die eine Richtung, dass sie vergessen, dass das ja auch genauso stark mit einer ähnlichen kinetischen Energie. Oh, habe ich voll geschleimt. Zurück? Der Kater war kuscheln und hat ihr T-Shirt erwischt. Kommen wird. Übrigens, das fand ich ganz interessant, das ist jetzt ein völlig anderes Thema. Ich habe euch mal erzählt, wenn ich mich auf die Couch lege, kommt der Kater an und riecht an meinen Augen. Inzwischen nicht mehr. Aber er riecht an meiner Achsel. Er berauscht sich daran. Ich lieg da meistens und hab da so die Arme so nach oben und entspann mich total. Und dann plötzlich drückt dann jemand seinen Kopf in meine Achselhöhle rein. Dann geht er total drauf ab, reibt sich dran, niest ein paar Mal und lässt sich dann einfach gegen mich fallen. Er fällt einfach mit seinem Körper zack gegen meinen Rumpf, bleibt einfach da liegen und schläft in meiner Achsel mit dem Kopf. Das, oh, irgendwas berauscht ihn dabei. Irgendwas dünstig aus. Thema, aber ich wollte da kurz mal. Anja nimmt an, dass ich Katzenminze verspeise, um die Katzen so anzulocken. Drüber reden. Es gibt Waffen oder eine Idee für Waffen aus den 60ern oder 50ern. Waren die Bücher nicht von Anfang an Kanon? Also durfte jeder diese Bücher schreiben oder war das abgesprochen am Anfang? Und die findet in der Science Fiction, habe ich dann erst, und dann habe ich erst gemerkt, wie häufig ich das schon gelesen habe. Von Robert A. Heinlein, der hat Starship Troopers geschrieben, aber auch irgendwas mit Mond. Nicht die dunkle Seite des Mondes, nee, die Mars, Kinder des Mars, irgend sowas, egal, ich weiß es nicht. Jedenfalls, der hat das gemacht, aber dann wurde es auch in vielen, vielen anderen Sci-Fi-Filmen und so Geschichten auch in Halo benutzt als Waffe und ich habe das nie wahrgenommen. Und das ist aber eine alte Idee, die eigentlich ziemlich, also so sehr Waffen, ne, also ich fasziniere mich jetzt gerade für eine Waffe, aber ich finde das einfach so faszinierend, dass man auf so eine Idee kommt, weil es so simpel ist. Aber das ist eine faszinierende Idee und zwar Dinge im All, ne, irgendeine Station, ein Satellit, der einfach sehr groß ist, whatever, ich weiß nicht, was man da braucht. Und der schießt einfach bestimmte geformte Metallbalken auf die Erde. Und die sind so geformt und die kommen mit der Geschwindigkeit an. Genau, der erste sagt schon, Rod from God. Und daraus wurde dann Dr. Snippet One sagt sowas ähnliches, Gauss. Das ist nämlich eigentlich ähnlich und jetzt kriege ich aber wirklich alles. Der Mond ist eine herbe Geliebte, heißt das Buch von Robert A. Heinlein, was ich mir noch holen werde. Das habe ich nämlich aktuell nicht gelesen, noch nicht. Aber Starship Troopers, das Buch ist, oh, ich lieb's so sehr. Bitte guckt's euch an, wenn ihr über die leicht militaristisch abfeiernden Untertöne hinwegsehen könnt. Aber das kann ich. Jedenfalls schießen die halt diese Metall-Rods from God auf die Erde und da lösen die dann halt eine Explosion aus, eine kinetische Explosion, die halt je nachdem beliebig groß sein kann. Und das ist irgendwie so verrückt, weil auf die Idee bin ich noch nie gekommen, dass man ja quasi
Kometen, das, was ein Komet oder was ein Meteor oder was auch immer, ein Asteroid, ich weiß gar nicht, was genau davon, Kometen schlagen ein, oder? Was die Asteroiden? Ist das eigentlich, gibt es da einen Unterschied? Kometen, Meteoriten, Asteroiden? Asteroiden ist, glaube ich, so groß, dass man da drauf laufen kann. Die haben ihre eigene Postleitzahl. So, ich habe mal gerade nachgeguckt, so nebenbei. Falls ihr mich auch habt klicken hören, weil ich eine sehr laute Tastatur habe. Ich habe es mal rausgesucht, gefunden. Chekhovs Gun. Jetzt nochmal genau erklärt, warum es Chekhovs Gun heißt und was der Sinn dahinter ist. Der russische Schriftsteller Anton Chekhov sagte dazu, man kann kein Gewehr auf die Bühne stellen, wenn niemand die Absicht hat, einen Schuss daraus abzugeben. Und wenn im ersten Akt ein Gewehr an der Wand hängt, dann wird es im letzten Akt abgefeuert. Das meinte ich. Es wird im Film Aladdin angedeutet, dass der Genie Handlungsfreiraum hat, Interpretationsspielraum hat. Und das wird im dritten Akt am Ende abgefeuert. Das ist Chekhovs Gun. Also es wurde, genau das meine ich, genau dieses Prinzip. Es war richtig, Chekhovs Gun. Okay, so viel dazu. Weiter mit Simon und nach Simon muss ich dringend mal pinkeln. Meteoriten haben ihre eigene Postleitzahl. Meteoriten sind die, die immer irgendwelche Bauern treffen, aber so klein sind. Und Asteroiden, hat noch nie einer was von gehört. Die sind erfunden, von der Wissenschaft. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, was für ein Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Sind wir wieder bei, die Sonne ist eigentlich kalt. Verschwörungstheorien.